So, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Reaction-Video von mir, dem D-Spyro. Es ist nach langer Zeit mal wieder soweit mit weiteren Reactions. Es ist Sonntag an einem sehr trüben Nachmittag und ich habe mir gedacht, da ich jetzt mal wieder etwas mehr Zeit zur Verfügung habe, mein Krempel im Privatleben ein bisschen mehr geordneter ist, führe ich etwas ein, was ich schon seit längerer Zeit nicht mehr gemacht habe, nämlich einen XXL-Sonntag. Ich habe mir heute so einige Reactions vorgenommen. Ich sage noch nicht welche, ich sage auch nicht wie viel, denn es ist ja immer das Risiko verbunden, dass eine Reaction, sage ich mal, nicht klappen tut. Das kann ja passieren. Dementsprechend will ich da einfach nur mal vorbeugen. Aber kommen wir erstmal zu dem, was ich für dieses Video geplant habe. Muss ich ehrlich sagen, mit dieser Reaction sehr, sehr hinterher. Viele haben das wahrscheinlich schon gesehen, was ich mir heute geben will. Aber ich habe mich zurückerinnert, dass diese Reaction schon einmal von mir eingefordert wurde, von zwei Leuten, nämlich einmal vom Mr. DQ und einmal von der Luna. Das war beim, ich glaube, ersten Let's Langeweile Crash Team Racing, wenn ihr euch noch daran erinnert. Und da wurde die Folge bzw. die Pilotfolge von Haspin Hotel angesprochen. Unter anderem auch ein Charakter, diesen Namen ich jetzt vergessen habe, ich glaube Radia Demon oder irgendwie so. Jedenfalls habe ich schon einen klein wenig Hintergrundinformation, ein ganz klein bisschen. So an sich weiß ich allerdings nicht, worum es da geht. Ich vermute nur mal, dass der Humor vielleicht sehr, sehr derbe sein könnte, was natürlich mein Komikzentrum richtig ansprechen würde. Insofern bin ich mal echt gespannt, was hier auf mich zukommt. Ich weiß noch nichts, zumindest nicht wirklich viel, und lasse das Ganze jetzt einfach mal auf mich zukommen. Deswegen legen wir los mit Haspin Hotel Pilotfolge. So, ich starte das Video jetzt. Nein, hat wieder nicht geklappt. Meine Güte, der Windows Movie Player ist schon, Media Player ist wieder so zickig heute. Jetzt. Los geht's. Spin Like Horse. Interessanter Name. Interessanter Song. Also ich habe ja schon im Vorfeld gesehen, dass der Zeichenstil sehr, sehr eigen ist. Ich weiß gar nicht, ob es dafür inzwischen, dass es schon eine Bezeichnung dafür gibt. Aber der Song ist echt schön, also wow. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie muss ich ein bisschen, wenn ich das sehe, an Nightmare Before Christmas denken. Ich sehe schon das Pentagramm auf im Hintergrund. Es kann nichts Gutes bedeuten. Welcome to hell. Oh, und da hinten ist der Baphomet. Ich wusste es doch. Das umgedrehte Pentagramm muss doch auch mal zu sehen sein. Porn Studios. Oh mein Gott. Lauter Teufelskreaturen. Next cleans. Welcome to the Haspin Hotel. Das war ja mal eine Einführung. I'm alive. Jetzt nicht mehr.
Thanks for the fun time, hot stuff. Yeah, yeah, listen. Keep this discreet, you hear me? Der Typ ist ja nice. Services to randos on the street. It was a quick cash grab. You got it? Whatever you say, slut. Ouch! Ooh, such an insult. Let me know when you come up with something creative to call me, you sack of poorly packaged horse shit. Tell the miss. Schnuckum. Okay, den mag ich jetzt schon, ehrlich gesagt. Angel Dust. Die Strafe folgt auf dem Fuß. My drugs. Yeah. Also, das Ganze nimmt anscheinend wirklich überhaupt keine Gefangenen. Finde ich aber gut, ich mag ja sowas. No other demon can compare to the likes of I. Gee, that was pretty swell, boss. Yeah, you really showed them what for. Wow, seid ihr ein paar Schleimer. I wish he'd shoot me with his ray gun. At this rate, I will seize control of the entire west side of the pentagram by day's end. And nothing, not a single beast in this inferno of suffering will be able to take back this empire from my constrictive grasp. Hell will be mine. Irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an Gru und seine Minions. Pardon? Who said that? What did you just say to me, you fried chicken fetuses? Speak up! That wasn't us, Mr. Boss Man. Uh-oh. You looking for a fight, old man? Why don't you get that Scheiße, bullshit off my turf before I smash it? More. Ganz ehrlich, wie kommt man auf so eine kranke Idee? I'm Katie Killjoy. And I'm Tom Trench. Chaos out of Pentagram City today as a turf war is raging on the west side between notable kingpin Serpentius and self-proclaimed spunky powerhouse Cherry Bomb. That's right, Tom. After the recent extermination, many areas are now up for grabs. Demons all over hell are already duking it out to gain new territory. Those two seem to really be Looks like they're fighting tooth and nail for that hotspot. And I'd sure like to nail her hotspot. You are a lip dick jacket. Das war gerade widerlich. No, Ow. Next, we have an exclusive interview with the daughter of Hell's own head honcho, who's here to discuss her brand new passion project. All that and more after the break. Suck it up, you little bitch. Remember what to say. Oh boy. Yes, let's do this. Just look at me, and I'll mouth it to you. Come on, Vaggie. I know what to say. I just feel like we need to, I don't know, make things sound more exciting. What if I sing a song about it? You knew I was gonna sing. Don't do it. Because I know you, but please don't sing. This is serious. Well, you know, I'm better at expressing myself and my goals through song. But life isn't a musical, hun. Fine, but I have these other ideas of what to say. The highlighted bits are the best parts. It's all highlighted. Is this a drawing? Yes, that's the happy ending. Oh my god, man. I don't think it's that simple. Just please follow the talking points we Sie ist ein wenig nervig. Do not sing. Okay, fine. I'll just have to resort to my impeccable improv skills. Hi, I'm Charlie. Katie Killjoy. Yeah. I'd say it's a pleasure to meet you, but that would be a lie. You can put that away. Glaube ich dir aufs Wort. I don't touch the gaze. I have standards. Yeah? How's that working out for you? Look, my time is money, so I'll keep this short. You're not here because we wanted you here. You're here because Jeffrey couldn't make it for his cannibal. Oh my god. But that doesn't mean murder, sex, weather. Rich
and too influential to give a flying fuck about what some tux-wearing demon princess wants to advertise. But I... So don't get cute with me, honey, or I will fucking bury you. And we're live! Welcome back! Go, Charlotte! It's Charlie. Whatever. Tell us about this new passion project you've been insistently pestering our news station about! Well... Und sag nichts Falsches. As most of you know, I was born here in Hell, and growing up, I always tried to see the good in everything around me. Hell is my home, and you are my people. We just went through another extermination. We lost so many souls, and it breaks my heart to see my people being slaughtered every year. No one is even given a chance! I can't stand idly by while the place I live is subjected to such violence. So, I've been thinking, isn't there a more humane way to hinder overpopulation here in Hell? Ich glaube nicht. Denn ich glaube, da stößt du auf ziemlich taube Ohren. Redemption? Well, I think yes. So that's what this project aims to achieve. Ladies and gentlemen, I'm opening the first of its kind. A hotel that rehabilitates sinners. Bitte lachen Sie jetzt. You know, because hotels are for people passing through. Temporarily. Is this girl for real? She thinks... You hear what she thinks? She... Oh, she's nuts. I figure it would serve a purpose. A place to work towards redemption. Yay! Stupid bitch. Ow! Look, every single one of you has something good deep down inside. I know you do. Manche eher weniger. Maybe I'm not getting through to you. Oh no. Oh nein, tu es nicht. I have a dream. I'm here to tell about a wonderful fantastic. Sie hat dich gewarnt. Yes, it's one of a kind right here in Hell. Catering to a specific clientele. Inside of every demon is a rainbow. Inside every sinner is a shiny smile. Inside of every creepy hatchet wielding maniac is a jolly happy cupcake loving child. We can turn around. Warum habe ich jetzt gerade dieses Bild vor Augen aus Rapunzel neu verföhnt, wie Rapunzel in dieser Bar bei den ganzen Schlägertypen singt? Das... Raus aus meinem Kopf mit diesem Bild, das passt dazu jetzt zwar schon, aber irgendwie doch nicht. Wir initiieren die Freude direkt ins Gehirn. Ratsch! Ey, ist das krank! Also singen kann sie definitiv, das ist wohl wahr. Ja. Hat auch nicht wirklich funktioniert. That was shit. Ja! Boo section. Makes you think a single denizen of Hell would give two shits about becoming a better person. You have no proof that this little experiment even works. You want people to be good just because? Well, we have a patron already who believes in our cause and he's shown incredible progress. Oh, and who might that be? Oh, just someone named Angel Dust. The porn star? You fucking would, Tom. In any case, that's not even an accomplishment. I'm sure you can get that hooker to do anything with enough booger sugar and lube. Oh, I beg to differ. He's been behaved, clean, and out of trouble for 2 weeks now. Breaking news! We are receiving word that a new player has entered the ongoing turf war. Let's go to the live feed.
shit. Du hast verkackt, würde ich mal sagen. Oh ja, klar. A juicy coincidence. You must feel really stupid right now. Ratings! Don't look at this! Well, yeah. It sure looks like your little project is dead on arrival. Tell us, how does it feel to be such a total failure? Yeah, well, how does it feel that I got your pen, huh? Yeah. Oh! Oops. Ich glaube, wir sind erstmal off air. Some shit. Oh, I wish. I've been staying at this crappy hotel on the other side of town. Some broads are letting me stay rent-free if I play nice. You know, no fights, no pranks, no problematic language. Ballert einfach rum und unterhält sich dabei ganz normal, als wäre das das Normalste auf der Welt. Well, sort of clean. As clean as you can get. What a shitload of Bolivian marching powder. Es ist widerlich. Daddy. Oh, jawohl. Jetzt sprecht ihr meine Sprache, sehr gut. Wars have no class. In war, the side remembered is the side with the most style. Or the side that ain't dead. Speaking of style, is your hat like alive or something? Oh, well, that's none of your goddamn business. Now is it? Would that make your hat the top and you the bottom? I'm going to blow you to bits! Ooh, kinky. Oh, not like that, pervert! Not so cocky now, are we? You know, you really gotta watch what comes out of your mouth. I've been making these sex jokes the whole time! And it's obvious you ain't catching on. I mean, it's just sad! Der Typ ist echt geil! What's my little brawl gonna cause? Bitch fight! You haven't changed. You know you're my favorite guy to party with. You know it, Sugar Tits. You ready to finish? Zucker Titte, oh God. Jo. Sieht aus wie ein ganz normaler Tag. Lass das sein. What? 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 What were you doing? I owed my girl buddy a solid. Isn't that a redeeming quality? Helping friends with stuff? Not with turf wars that result in territorial genocide. Eh, you win some, you lose a few hundred. It wasn't that bad anyway. Oh, come on, I had to. My credibility was on the line. I mean, what kind of reputation would I have if people found out I was trying to go clean? It just throws out my entire persona. Your credibility? What about the hotel? Your little stuff? Dieser Typ hat echt ein riesen Problem. No, no, babe. Jokes are funny. I made you look sad. And pathetic, like an orphan with no arms or legs. Oh, with progeria. Great. Now I'm bummed thinking about it. This thing have any liquor? Can you please just try to take this seriously? Fine, I'll try. Just don't get your taco in a twist, baby. Was that you trying to be sexist or racist? Whatever. Ich glaube beides irgendwie. Seriously, no liquor in here. I'm gonna kill him. Denn ehrlich gesagt würde es mich nicht überraschen. Double dead? Where exactly do I go? To double hell? Sorry, you're stuck with me, bitch. Get used to it. Mierda, mein Bein. Some Jagoffs got hurt. Most of them are ugly freaks. Look around. You got a bunch of fucking Harlequin babies down you're here. You're one to talk. Hey, this body is flawless. Oh. Everyone wants some of me, and I got the creepy fan letters to prove it. Really uncool, Angel. Das war wirklich creepy. Train wreck. There is no way anyone is gonna want to stay at the hotel. All thanks to you and your selfish bullshit. Does that mean I don't have a free room anymore? Ah, well, shucks.
Hey, come on. We don't know if things are over yet. Try to relax, Vaggy. It'll be okay. Das wird sich noch zeigen. Ja. Hier muss auf jeden Fall noch was an der Inneneinrichtung getan werden. I know I keep calling, and you must be busy. Really busy. But, the interview didn't go well, and... Ja, das kann man durchaus so sagen. I don't know what I'm doing. I could really use some advice, Mom. I think Dad was right about me. Anyway, I'll stop talking before this gets long. Love you. Bye. Oh oh, wer steht denn da vor der Tür? Irgendwie kann ich es mir denken. Da ist er, glaube ich, oder? Das ist doch der Radiant Demon. Oh. Ja, Radio Demon, so hieß er. Jawohl! Jetzt bin ich aber gespannt auf den. Wenn Luna den feiert, kann ich mir schon ungefähr vorstellen, wie er drauf ist. May I speak now? You may. Alistair, pleasure to be meeting you, sweetheart. Quite a pleasure. Excuse my sudden visit, but I saw your fiasco on a picture show, and I just couldn't resist. Warum redet er mit einer Radiostimme? Achso, Radio Demon. Ja, ja, okay, ich hab's schon verstanden. So many orphans. Stop right there! Gawron, hijo de perra. I know your game. And I'm not gonna let you hurt anyone here, you pompous, cheesy talk show shitlord. Dear, if I wanted to hurt anyone here, I would have done so already. No, I'm here because I want to help. Say what now? Help! Uh-huh. Hello? Is this thing on? Testing? Testing? Well, I heard you loud and clear. You want to help with... This ridiculous thing you're trying to do. This hotel. I want to help you run it. But... why? Why does anyone do anything? Sheer absolute boredom. I've lacked inspiration for decades. My work became mundane, lacking focus. Dieser Typ, ey. I've come to crave a new form of entertainment. Does getting into a fistfight with a reporter count as entertainment? It's the purest kind, my dear. Reality, true passion. After all, the world is a stage, and the stage is a world of entertainment. Irgendwie erinnert er mich so ein bisschen an einen Charakter aus GTA Vice City Stories, nämlich Renny Wasselmeyer. Of course not. Falls diesen Charakter noch jemand kennt, aber ich denke mal, einige vielleicht schon. No. I don't think there's anything left that could save such loathsome sinners. The chance given was the life they lived before. The punishment is this. There is no undoing what is done. Ich habe echt so das Gefühl, ich höre einer 50 Jahre Radioshow zu aus den USA. So hört sich das an. I want to watch the scum of the world struggle to climb up the hill of betterment. Only to repeatedly trip and tumble down to the fiery pit of failure. Right. Yeah. Yes, indeedy. I see big things coming your way, and who better to help you than... What's the deal with Smiles over there? Wait, you've never heard of him before? You've been here longer than me. The Radio Demon, one of the most powerful beings Hell has ever seen. Big on politics. Ugh. Decades ago, Alistair manifested in Hell. Seemingly overnight, he began to topple overlords who had been dominant for centuries.
That kind of raw power had never been harnessed by a mortal soul before. Then, he broadcast his carnage all throughout Hell, just so everyone could witness his ability. Sinners started calling him the Radio Demon. As lazy as that is. Many have speculated what unimaginable force enabled him to rival our world's most ancient and destructive evils. But one thing's for sure. He's an unpredictable source of danger, a wicked spirit of mystery, and a violent monster of chaos, the likes of which we can't risk getting involved with unless we want to end up erased. You done? Yeah. He looks like a strawberry pimp. Well, I don't trust him. Vom Aussehen darf man nicht auf die inneren Werte schließen. Das wird hier genauso sein. Charlie, listen to me. You can't believe this creep. He isn't just a happy face. He's a dealmaker. Pure evil. He can't be redeemed. And is most likely looking for a way to destroy everything we're trying to do. We don't know that. Look, I know he's bad, and I know he probably doesn't want to change. But the whole point of this is to give people a chance. To have faith, things will be better. How can I turn someone away? Berühmte letzte Worte. It goes against everything I'm trying to do. Geht aber gar nicht mehr so lange. Ich frage mich, was da jetzt noch großartig kommt. Trust me. I can take care of myself. Charlie, whatever you do, do not make a deal with him. Don't worry. Das war ein fieses Geräusch. From my dad. You don't take shit from other demons. Okay, so wahrscheinlich wird sie recht behalten. You're sketchy as fuck and you clearly see what I'm sketchy as fuck. But I don't. I think everyone deserves a chance to prove they can be better. So I'm taking your offer to help. On the condition that there be no trickster voodoo strings attached. So it's a deal then. Uh-oh. Nope. No shaking, no deals. As Princess of Hell and heir to the throne, I hereby order that you help with this hotel for as long as you desire. Sehr diplomatisch ausgedrückt. Fair enough. Cool beans. Smile, my dear. You know, you're never fully dressed without one. Es ist, die geht so unfassbar schnell an die Decke. So where is your hotel staff? Well... Oh, you're going to need more than that. And what can you do, my effeminate fellow? I can suck your dick. Ah! No. Das war direkt. Suppose I can cash in a few favors to liven things up. Also ich muss sagen, Angel Dust wird mein Lieblingscharakter, definitiv. Dieser versaute Humor ist einfach nur Gold wert. This little darling is Nifty. Hi, I'm Nifty. It's nice to meet you. Aha. It's been a while since I've made new friends. Why are you all women? Are there any men here? I'm sorry if that's rude. Oh! This place is filthy. It really needs a lady's touch, which is weird because you're all ladies. Du solltest den Koffein mal runtersetzen. Nope. Das Koffein. Nope. Read 'em and weep, boys. What the hell? What the fuck is this? You. Ah, Husker, my good friend. Glad you could make it. Don't you Husker me, you son of a bitch. I was about to win the whole damn pot. Good to see you. Und tschüss. What the hell do you want with me this time? My friend, I am doing some charity work, so I took it upon myself to volunteer your services. I hope that's okay. Are you shitting me? No, I don't think so. It would be some kind of big fucking riot just to pull me out of nowhere? You think I'm some kind of fucking clown? Maybe. I ain't doing no fucking charity job. Well, I figured you would be the perfect face to man the front desk of this fine establishment. With your charming smile and welcoming energy, that Don't worry, my friend. I can make this more. Also ich kann verstehen, warum Luna den Radio Demon so feiert, weil er ist wirklich die Personifizierung von Discord. Deswegen macht das auch Sinn. Hey, no, no bar, no alcohol. This is supposed to be a place that discourages sin, not some kind of mouth
brothel man cave? Shut up! Shut up! We are keeping this. Hey. Go fuck yourself. Only if you watch me. Oh my gosh! You are going to love it here! I lost the ability to love years ago. So, what do you think? This is amazing! Oh god. This is going to be very entertaining! Oh, noch ein Song, na klar doch. Eigentlich muss die wirklich noch mal richtig austicken. Inside of every demon is a lost cause, but we'll dress them up for now with just a small. Er legt's auch drauf an. And show these simpletons some proper class and style. Oh, here below the ground, I'm sure your plan is sound. They'll spend a little time down at this has-been home. Well, well, well. Look who it is harboring the striped freak. We meet yet again, Alistair. Do I know you? Oh, yes you do. Der ist so einfach zu aus der Reserve zu locken, ey. I'm so evil. Ouch. Well, shit. Tschüssi. Well, I'm starved. Who wants some jambalaya? My mother once showed me a wonderful recipe for jambalaya. In fact, it nearly killed her. You could say that killed her. Oh, I'm on a roll. Yes, sir, this is the start of some... Zumindest hat er das Hotel gerade beschützt. The game is set. Also von daher... Ich bin noch nicht sicher, ob ich's mache. Heilige Scheiße! Wie viel Drogen muss man einschmeißen, um das zu produzieren? Unglaublich. Einfach nur unglaublich. Mir fehlen wirklich die Worte. Es ist Wahnsinn. Also ich habe ja schon mit einigen gerechnet, aber das Ding macht ja wirklich überhaupt keine Gefangenen und nimmt wirklich alles und jeden auf die Schippe und ist wirklich im Humor so dermaßen derbe. Das geht auf keine Kuhhaut. Also in der Hinsicht schon mal ein ganz fettes Lob, weil... Ich mag das ja, wenn das so ungezügelt ist und wenn man wenn man wirklich alles frei seinem Lauf lässt und die Grenzen einfach wirklich neu definiert werden. Ich finde das gut und das macht das Ding hier auf jeden Fall. Klar ist es in mancherlei Hinsicht vielleicht politisch nicht mehr wirklich korrekt. Gut, aber wie soll das auch politisch korrekt bleiben? Aber es ist einfach nur... Oh, da kommt noch was, eine Post-Credit-Scene. Hat er die Scheiße überlebt? Nee, oder? Now will you shoot me with your ray gun? Oh, das war's. Okay, also, wie gesagt, ich habe ja mit einigen gerechnet. Wie gesagt, der Radio Demon, dass die Luna den, wie gesagt, so feiert, kann ich nachvollziehen jetzt, weil, wie gesagt, er ist wirklich die Personifizierung von Discord. Denn alles, was Discord und so treibt, macht der Radio Demon auch. Vielleicht noch ein bisschen schärfer von der Bösartigkeit her, aber es ist einfach fast eine exakte Kopie.
Das kann man wirklich so gerne. Aber wie gesagt, mein Favorite war definitiv Angel Dust. Das liegt aber einfach nur daran, weil ich diesen perversen Humor so unfassbar geil finde. Da kann ich immer drüber lachen, weil dir das einfach immer wieder die Kinnlade runterzieht. Und von daher für mich da definitiv ein Daumen nach oben. Unsere wunderbare Princess of Hell fand ich phasenweise echt nervig. Sie wirkt echt wie so ein kleines Kind, was, wenn man ihm ein Lolli gibt, es dann alles glaubt, was man ihm sagt. Ich bin mal gespannt, ob ich mir da noch weitere Sachen angucke. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch weiterläuft, weil ich meines Wissens seitdem keine erste Folge gesehen habe. Falls es irgendwo ist, möge man mich doch bitte darauf aufmerksam machen, weil vielleicht gucke ich da wirklich mal rein, weil es in vielerlei Hinsicht durchaus interessant ist, weil der Humor eben, wie gesagt, so speziell ist und ich mit Sicherheit damit rechnen würde, dass da auch noch eine gewisse Story, die ein wenig tiefgreifender möglicherweise ist, mit reinkommt. Was jetzt weniger gut war, fand ich, war jetzt die Tatsache, dass es wirklich kontinuierlich so bösartig war. Das war für mich ehrlich gesagt nur mal zu viel, weil es wirkte dadurch ein bisschen monoton. Weil irgendwann konnte man dann auch nicht mehr überrascht werden von gewissen Sachen. Klar, sage ich mal, von Angel, das wurde ich überrascht bis zum Ende. Aber wenn man da, sage ich mal, so 10 Minuten so dieses Schema verfolgt, wohin das Bösartige in dieser Sache abzielt, dann kann man irgendwie auch schon damit rechnen, wo es hingeht. Also so ging es mir so ein bisschen. Deswegen war auch die Mitte so ein wenig anstrengend. Vor allem diese Sequenz, wo unsere Princess of Hell in den Nachrichten ihren Plan vorgestellt hat. Das war ein bisschen schwer zu schlucken, weil man genau wusste, wie das ausgeht. Aber der Schluss mit dem Hotel, der war jetzt nochmal richtig gut und hat mich dann auch nochmal so ein bisschen abgeholt, weil eben so viele Komponenten dann doch miteinander eingeflossen sind. Weil ich will ja nicht sagen, dass der Radio Demon an sich ein schlechter Charakter war. Ich habe ihn ja durchaus genossen. Ich mag ja auch Discord durchaus. Allerdings würde er jetzt schon deswegen nicht mein Favorite werden, weil er zu allmächtig ist, würde ich fast schon sagen. Also was ich da so mitbekommen habe, beziehungsweise was da so gesagt wurde, was er anscheinend schon alles getan hat, das fällt mir dann immer schwer, so eine Charaktere zu mögen, wenn die so wie Gott ähnlich alles Mögliche können. Also deswegen halte ich eher zu Angel Dust. Und natürlich zu dieser, ich hab mir den Namen leider auch nicht merken können, zu dieser komischen Freundin von der Princess of Hell, die so leicht an die Decke gegangen ist. Ich hätte mir wirklich gerne nochmal gewünscht, dass sie so richtig ausgetickt wäre am Schluss, weil die ist unfassbar schnell auf die Palme zu bringen. Das finde ich aber gut, ich mag sowas, weil ich ja selber mich in sowas ja hineinversetzen kann, da ich es ja selber auch kenne. Okay, wie gesagt, war durchaus interessant. Kann man mit Sicherheit auch weiter verfolgen. Ich muss gucken, ob ich es mache. Aber so an sich habe ich mich erstmal ganz gut unterhalten gefühlt. Weil, wie gesagt, der Humor mich eben abgeholt hat und ich deswegen auch das mit Sicherheit mögen können würde. Da muss aber schon noch ein bisschen mehr kommen als nur der Humor. Bin ich ganz ehrlich. Aber an sich würde ich es erstmal als positiv abstempeln. Ja. Damit würde ich sagen, mache ich die Reaction zu. Das war's von meiner Stelle. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und könnt mir sagen mal, ob ich wie eure Sicht der Dinge auf Haspin Hotel ausfällt, weil ich weiß nicht, wie viele von euch das schon gesehen haben und ich weiß ja auch, dass ich extrem spät dran bin mit dieser Reaction, aber es hat sich halt bisher nie wirklich ergeben. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt mache ich es mal. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ich euch damit unterhalten konnte und dass ihr auch Spaß hattet an dieser Reaction. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei den nächsten auch wieder dabei seid. Euer D-Spyro. Ciao.